Speerspinne. Ziemlich viel besiegt Skelettzauberer. Schatten. Es gibt zwei verschiedene Arten. Die Stufe 1 und die Stufe 5 Schatten, die nervigen. Und eine riesige Feuchtspore habe ich besiegt. Regenfäule. Pöfgra. Delempevka. Und dann gibt es noch die Menpevka. Naja. Gehen wir jetzt mal eine Etage tiefer. Die Enzyklopädie zu lesen ist sicherlich auch toll, aber die sollte man lieber auf Englisch lesen, weil die deutschen Texte immer noch etwas naja sind. Ich habe ja eh gesagt, wenn ich das Let's Play durch habe, spiele ich das Spiel mal in Englisch. Offscreen für mich selber. Und dann vielleicht, ich weiß ja nicht, wie es mit meinem Channel weitergeht, mache ich nochmal ein Let's Play mit dem White Marsh Add-on. Aber dann von vorne und als ein anderer Char. Weil mit Hagrim habe ich schon viel zu viel Mist gebaut. Tagebuch wurde aktualisiert. Achso, das war hier. Das hier, oder habe ich irgendwas vergessen? Ach, großes Abenteuer abgeschlossen. Die Gruppe hat Erfahrung erhalten. Okay. Steht was zur Verfügung? Ein durchschnittliches Abenteurer? Ich könnte Kestorik freilassen, aber ich will ihn mal im Verlies besuchen, bevor ich ihn freilasse. Durchschnittliches Abenteuer, 2 Runden. Das können wir mal noch machen. Schicken wir mal ihn hier los. Hivarias. Machen kurz einen Quicksave, dass wir das nicht gleich nochmal machen müssen. Okay, das ist eine etwas größere Map. Steady does it. Und hier unten sind die Wände wirklich mit Adra besetzt. Oh, und es gibt sogar wieder mal lila Leuchtkristalle. Das könnte wirklich eine irgendwie tarianische Ruine sein, jetzt wo wir hier gelandet sind. Und ich hatte recht mit den Adra-Animaten. Und normale Animaten auch. Okay. Okay. Das könnte etwas gemein sein, weil Animaten können ja sich ja gegenseitig heilen. Durenz, hau mal ein bisschen Macht raus. Kriegen wir endlich mal einen Tod, ja. Also wirklich schlimm sind die ja nicht gerade im Augenblick. Ich kann sie einfach mal mit... Genau, das ist das Gemeine. Die heilen sich instant mal kurz. Das macht den Kampf ziemlich lang, wenn es so viele sind. Okay. Jetzt den Animaten weg und dann die beiden Adra-Animaten da hinten noch. Also der Kampf ist jetzt nicht wirklich schwierig, er ist einfach nur richtig nervig. Weil sich die Adra-Animaten heilen können. Und die Waffe hat, der Angriff hat leider keine Wirkung. Was könnte ich denn noch machen? Das ist Spiegelbild, naja, Duplikate erzeugen. Aber ich kriege aus ihnen auf jeden Fall zerschmetterte Adra-Rüstung, aber erwecktes Adra kriege ich auf jeden Fall. Oh. Plünderers. Komm und hilf mir hier. Dieser Geist hält seine Hände direkt über der zersplitterten Maschine, als sei er bereit, an einer unsichtbaren Komponente zu ziehen. Da anspannen, dann werden wir diese hier los sein. Jedes Wort scheint sich in dem Moment, in dem es gesprochen wird, in deinem Verstand zu klären.
Du erinnerst dich an die engvitanische Sprache. Er wartet einen Moment offenbar darauf, dass jemand seine Position einnimmt. Jetzt festziehen geschafft. Er sinkt zusammen und wischt sich seine Stirn ab. Oh, diese Maschinen. Wenn man sich vorstellt, wie viele Seelen von ihnen berührt wurden. Ich frage mich, wie vielen von ihnen das freiwillig geschah. Was hat sich hier zugetan? Keine Sorge. Nachdem Ort nur erschlagen wurde, hat der Rest von ihnen Farbe bekannt. Die meisten sind geflohen. Manche dieser Narren flüchteten in die Tunnels. Komm, sie haben schon damit begonnen, die oberen Ebenen zu versiegeln. Bei dieser Geschwindigkeit werden wir die Letzten sein, die hier herauskommen. Dorios möchte denselben Zauber auf diese Tür anwenden. Er will Otnuas Diener gegen ihn selbst benutzen. Tür? An diesem Stein müssen 100 Seelen befestigt sein. Zweifelsohne eine Bestrafung. Vielleicht würde es sie freuen, dass Otnua wehklagend ins Nachleben geht. Welche Art von Zauber? Er kann die Tür nicht ganz aufheben, aber er kann ihren Zweck ändern. Der Eid, weißt du. Werden Otnuas Diener auf seine Verteidigung eingeschworen, so geloben wir seine Vernichtung. Der Mann zeigt ein wenig Grinsen, wendet sich ab und verschwindet einen Schritt später, nur um abermals neben der Maschine zu erscheinen. Also wir können jedes Mal mit ihnen sprechen. Du zerstörst die Maschine? Wenn ich wüsste, mit welchem Verzauberung sie belegt waren, würde ich es schneller gehen. Man kann sie genauso einfach aktivieren wie zerstören. Grinst ein bisschen. Keine Sorge, ich wusste, was ich tat. Komm, sie haben schon damit begonnen, die oberen Ebenen zu versiegeln. Bei der Geschwindigkeit werden wir die Letzten sein, die hier herauskommen. Tür, welche Art von Zauber und weggehen. Saphir und ein guter Kriegshammer noch. I'll see what I can find. Also ja, Otnuas ehemalige Diener. Also lebendige Diener, irgendwie Tarianer wahrscheinlich. Haben ihn verraten. Und haben, beziehungsweise hatten einfach die Nase voll von seiner Tyrannei und haben damit begonnen, die Maschinen zu zerlegen, die wohl dafür verantwortlich sind, Animaten zu erschaffen. Ah, das ist nicht gut. Die sind einfach nervig. Du kannst sie ruhig mal beschießen. So. Das bevor Hagrim umfällt, bitte. Danke. So. Falle entdeckt. Okay. Hagrim versucht, die mal zu entschärfen. Finished. Okay. Noch mehr Fallen. Hagrim. Oh. Autsch. Das war nicht gut. Das war so ein Lichtspeer, oder? Sonnenlanze, ja. So, Falle entschärft. Sure. Dann schleich mal weiter vor, um zu sehen, ob an der Adra-Maschine hier, wenn es eine ist, noch eine Falle ist, aber scheinbar nicht. Ah, ein vegetarianisches Maschinenteil. Der exakte Verwendungszweck dieses bizarren Mechanismus ist unbekannt, obwohl es in einer der defekten Maschinen im Unterbau einer vegetarianischen Ruine gefunden wurde. Es scheint größtenteils aus Adra zu bestehen und über mehrere Kupferkreisläufe zu verfügen. Gegenstand erhalten, Quest, Tagebuch aktualisiert. Ich habe die Ruinen unterhalb der Höhle erreicht und kann nun mit meiner Suche beginnen. Die Vita kam mich gebeten, drei Gegenstände für sie zu besorgen. Einen veredelten Adra-Kristall, die Rüstung eines der mit Adra bedeckten Animaten, die durch die Gegend streifen, und ein Stück aus einer uralten vegetarianischen Maschine. Dadurch werden die Vita hoffentlich genügend Material für ihre eigenen Experimente zur Verfügung haben. Die Untersuchung einer uralten Maschine in den Ruinen führte zur Entdeckung eines merkwürdigen, mit Kupfer bedeckten Mechanismus, der die Vitrak wahrscheinlich interessieren wird. Und ja, ich habe halt das Problem, zerschmetterte Animatenrüstungen werden ihnen nichts bringen. Ich brauche eine ganze Animatenrüstung und dazu brauche ich einen Animaten, der nicht lebt.
Übrigens, die Schmelztiegelritter sind auch dabei, ihre eigenen Animaten jetzt zu bauen. Oder sowas ähnliches halt. Fenris. Oh, ein Diamant. Noch mehr Adra-Animaten, okay. Adra-Animaten und die Viecher, nicht doch. Oh, nein, muss das jetzt sein? Alof, mach mal Verwirrung. Das könnte jetzt böse enden. Vor allem, weil Alof so angegriffen wird. Mach du mal ein Duplikat des Zauberers. Kommt da noch mehr? Fegefeuer halt Edda. Du bist geschwächt. Durenz muss mal. Haben wir irgendwas Großes Heilendes? Ja, geringe Fürbitte. Alof, fahr mal ein Feuerschild hoch. Palegina. Trink mal einen Trank der Macht. Edda ebenso. Und du trinkst flinke Füße. Du hast 5, das heißt, du beschwörst mal ein paar Ogier. Du heilst dich selber. Du wirkst mal eine große Ausdauerwiederherstellung auf Alof. Und Alof wirkt Kettenblitze. Und die Ogre, die hauen jetzt mal ordentlich drauf. Und jetzt haben wir schon Probleme. Muss ich den letzten Quicksave laden? Der war hier. Erstmal ist meine Gruppe zu sehr geschwächt für den Kampf. Gegen so viele. Zweitens sind diese Viecher höchstens unfair, dass sie fast die ganze Gruppe leben können eigentlich, wenn es so viele sind. Gucke ich mir erstmal in den anderen Gebieten um. Vielleicht finde ich entweder einen Weg raus, dass ich rasten kann. Oder ich kann so viel aufklären bis auf den Raum und raste dann. Weil der Raum ist heftig und ich habe das Gefühl, dass es da weiter runter geht. Habe ich das Maschinenteil schon? Ja, habe ich schon, okay. Ja. So, Fenris, bitte schleichen. Ich könnte durch den Mittelgang gehen. Oder unten lang. Ich gehe mal unten lang. Im Allgemeinen sieht meine Gruppe noch recht gut aus. Außer wenn halt diese blöden Banshee, Leben-Banshees kommen. Die sind da auch ein ziemlich hohes Level eigentlich, oder? Genau, Zenquilla. Die können sofortige, furchteinflößende Aura und Rail. Und ich habe halt leider keinen. Naja, Paladine können hier leider keine Untoten vertreiben. Na, das hier sieht schon mal friedlicher aus. Ach, Nadra-Animat. Nur einer? Let's go!
Ein Adra-Animat ist nicht wirklich schlimm. Genau. Dann gucken wir mal durch die Tür hier. Noch ein Adra-Animat, aber ich glaube, hier könnten es ein paar mehr werden.